Ladies and Gentlemen, willkommen im Club Joy vom Grand Casino Baden bei der Cara Sanchez Show. Danke, sind ihr da. Es ist Premiere heute Abend. Es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Ihr seht wunderbar aus. Ladies and Gentlemen, bevor ich unseren wunderbaren Gast begrüsse, sage ich euch schnell, was heute alles passieren wird. In der ersten Hälfte werden wir reden. Ich habe viele Fragen vorbereitet für unseren Gast. Nach einer Pause gibt es eine musikalische Weltpremiere. Kleine Einlage für euch. Dann haben wir Klipp und Klar. Die einen, die Show vielleicht schon kennen, wissen, was sie erwartet. Und dann haben wir noch das 80er-Jahr-Quiz, wo ihr miträtseln könnt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ganz eine kleine Challenge für unseren wunderbaren Gast. Haben wir auch noch vorbereitet. In dem Sinn, Ladies and Gentlemen, ich darf unseren Gast anmoderieren. Es ist eine Frau. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin. Sie ist Mutter von 4 Kindern. Sie ist eine TV-Persönlichkeit. Und sie hat sich trotzdem Zeit genommen, um heute Abend hier zu sein. Ladies and Gentlemen, darum einen riesengroßen Applaus für Anja Graf. Komm rein! Anja! Bravo! Schön, dass du da bist, Anja. Ja. Freut mich sehr. Wie geht's dir? Gut, danke. Und wie geht's dir? Es ist Premiere und es ist schön, dass du da bist. Von dem her, ich bin happy soweit. Und ich habe viele coole Fragen vorbereitet im ersten Teil der Show für dich. Ich hoffe, du bist bereit. Ich habe versucht, Fragen zu stellen oder vorzubereiten, die noch nicht alle schon dir gestellt haben, weil du bist ja viel in den Medien. Meine erste Frage für das neue Jahr. Hast du dir gute Vorsätze vorgenommen? Jeder nimmt sich einen Vorsatz, wie zum Beispiel, ich mache Sport, ich höre auf rauchen, ich wechsle den Job etc. Hast du dir gute Vorsätze vorgenommen? Ja, es tut mir leid, für das habe ich noch keine Zeit gehabt. Das heisst, du bist gerade ins neue Jahr rein. Ja. Vollgas. Genau. Wenn du dich spontan überlegen würdest, was für Vorsätze würdest du dir nehmen? Ja, doch schon mal ein bisschen mit Sport anfangen, so nach 25 Jahren Unterbrechung. Was für Sport? Darf ich fragen? Also, ja, also vielleicht irgendein Sport, der mich vielleicht jemand am Morgen würde zuerst mal aufwecken und mich zum Sport würde bringen. Personal Trainer, der sagt jetzt Anja, ja, wahrscheinlich. Jetzt. Ja. Und nachher ja, irgend so etwas. Ich habe ja Boxsport für mich entdeckt. Und ich muss sagen, das ist eine geniale Sache. Vielleicht könnten wir mal zusammen ein bisschen Spannung machen. Wieso nicht? Rocky-Style. Gäbe es Krieg, wenn Frauen die Welt würden regieren, Anja? Was hast du das Gefühl? Ja, wahrscheinlich weniger, denke ich. Frauen sind schon mehr harmoniebedürftig als Männer, denke ich. Ah ja? Ja. Das Wort harmoniebedürftig triggert mich gerade. Und zwar der Herr, der vor 2 Jahren dafür gesorgt hat, dass Cara Sanchez schon überhaupt startet. Michel, bist du da? Er ist heute nicht da, wird gleich noch da sein. Er hat mir jetzt mal gesagt, Cara, du bist ein Mann. Aber weißt du, was du für ein Mann bist? Sehr harmoniebedürftig. Das hat er mir gesagt. Hast du denn das Gefühl, dass wir Männer schuld sind, dass wir Krieg haben auf dieser Welt? Und wir sind weniger harmoniebedürftig, mehr streitsüchtig. Kann man das sagen? Ja, Männer halt, haben halt mehr Testosteron. Testosteron, genau. Und ja, das führt schon dazu, dass man ein bisschen angriffslustiger ist. Das könnte sein, meine Damen und Herren. Warum gehen Frauen nie allein aufs Klo? Echt? Es steht auf der Karte. Regie Nummer 3. Ich habe sie nicht selber geschrieben. Ja. Aber ist das der Mythos? Können wir den heute mal auseinander? Also ich gehöre nicht unbedingt zu diesen Frauen. Okay. Aber ja, ich meine, da kann man unter sich schwätzen wahrscheinlich und so. Und also über Männer schwätzen. Eben, gell, Thema, die vielleicht nicht alle sollen mitbekommen, ja. In dem Fall. Du bist mit der Firma Vision Apartments äußerst erfolgreich. An wer wendet sich die Dienstleistung? Kannst du mal vielleicht schnell ganz kurz abbrechen, um was es dort geht? Ja, also wir vermieten eigentlich möblierte Wohnungen, die wir mittlerweile auch in grösseren Mengen selber herstellen. Und eigentlich, wir richten uns an einen so ein modernen Mensch, der einfach ohne gross irgendetwas zu tun hat. Auch viel reist und vielleicht auch die Location wechselt, meistens auch beruflich bedingt.
Wir wollen ihm eigentlich alles bieten. Wir haben aber keine grosse Gastronomie, weil wir sind ja immer in den City Centers, wo wir denken, da gibt es wahrscheinlich andere, die das besser können. Also da gibt es auch immer ganz viele super Restaurants rundherum. Und, aber wir bieten es anderen, oder? Also einfach ein cooles Apartment, mit Küche, mit Geschirr, alles eingerichtet. Es wird putzt, dass man nichts zu tun hat. Es ist immer modern möbliert, oder wir probieren immer neue, moderne Konzepte zu entwickeln. Das ist uns ganz wichtig, dass man sich, und man soll sich zu Hause fühlen in der Wohnung. Also. Mhm. Und eben, wir richten uns natürlich so ein bisschen im berufstätigen, modernen Menschen. Geschäftsleute, genau. Die unterwegs sind, oder? Ja. Weil sonst will man ja immer ein Zuhause. Wir kommen in der guten Stube, sozusagen, oder? Home sweet home. Aber das sind Leute, die eigentlich auf der ganzen Welt auch geschäftlich unterwegs sind und die trotzdem sich trotzdem können wie die Hause fühlen können. Vielleicht in so einem Vision Apartment. Die hast du schon erleben dürfen. Darum, mir hat es sehr gefallen auf jeden Fall. Ich habe nachher noch eine kleine Anekdote dazu. Aber da kommen wir dann nachher dazu. du bist verknüpft mit dem Spruch «Entzündete Tornado». Darf ich die Story ganz kurz erzählen? Ja? Ja. Also, es ist ein Trend aus Amerika, wo ich aufgepasst habe an einem Event von Daniel Graf, ich durfte dabei sein. Es hat mich sehr gefreut, danke für die Einladung. Und dann dachte ich, ich setze den Trend um. Und in Amerika haben wir gesagt, okay, wir nehmen einen Drink, das ist ein Prosecco oder ein Glas Wein, wo man halt so bekommt an so Events, oder? Und ich trinke aber das immer in einem Schluck, habe ich mir vorgenommen. An dem Abend. Und ich habe dann das auch gemacht. Und irgendwann nach Drink Nummer 23, sage ich jetzt einmal, ist dann ein bisschen ausgeartet. Und ich bin dann am Morgen erwacht in einem Vision Apartment, in einem Zimmer. Und mein guter Kollege hat mich dann darauf hingewiesen, hey, du solltest den Trend vielleicht nicht unbedingt so verfolgen, wie du das gemacht hast, weil das, das und das war an diesem Abend. Das bleibt natürlich da, das bleibt safe. Aber ich kann auch nur sagen, mit Alkohol, man sollte es nicht übertreiben. Das habe ich an diesem Abend wieder gemerkt. Aber danke für die Gastfreundschaft. Und es hat sich sehr gut schlafen und erholen im Vision Apartment auf jeden Fall. Anja, erzähl etwas von deinen Plänen für die Zukunft. Wir haben vorher schnell geredet. Ich habe vorher gesagt, ich werde vielleicht irgendwann auf Bali Yoga-Lehrer oder du Elefanten züchten. Ich weiss im Moment noch nicht genau, woher mit meinem Leben in Zukunft. Es stehen viele Möglichkeiten offen. Man kommt halt ab und zu im Leben an den Punkt und man sagt, okay, was mache ich jetzt? Wie geht es weiter? Oder? Hast du als erfolgreiche Geschäftsfrau jetzt seit 20 Jahren das Unternehmen aufgebaut? Hast du schon eine Ahnung, was noch könnte mit deinem Leben, wo es könnte hergehen? Irgendwelche Ideen, Visionen für die Zukunft? Ja, ich denke, ich habe schon ziemlich alles erlebt, was ich erleben kann. Also schön. Ja, es macht mir eigentlich eher Angst, zu überlegen, was mache ich jetzt noch mit 40 Jahren, wo ich noch vor mir habe. Aber ich meine, ich bin froh, dass auch so viele Möglichkeiten würden offenstehen. Sicher möchte ich die Firma weiterentwickeln, aber vielleicht auch nicht mehr so, so extrem stressig, wie ich es vielleicht jetzt die letzten 25 Jahre gemacht habe. 25 Jahre? Ja. Sondern mehr auch ein bisschen, ja, ein bisschen pragmatischer, sage ich mal so. Vielleicht eben, wir haben schon so ein paar Projekte, wir wollen zum Beispiel einen Marketplace gründen für Apartments, mehr, wo dann gemietet werden von Businessleuten. Das gibt es nämlich noch nicht. Mein Booking, da wollen wir nicht challengen, die sind wirklich schon... Also Booking.com? Booking.com, ja. Und, aber so einfach die gleiche Plattform für möblierte Apartments, das sind wir jetzt am entwickeln. Wir haben auch Projekte, wo wir sagen, wir wollen so ganze, eigentlich viel grössere Häuser anstellen. Das nennen wir Vision City. Da sind wir jetzt dran. Wo wir, ganze Städte? Ja, es ist schon. Städte ist jetzt übertrieben, aber. Auf dem Mond? Ja. Nein, fangen wir mit der Erde an. Okay. Auf jeden Fall, das sind dann schon sehr grosse Häuser, wo man dann im Haus selber alle Dienstleistungen bekommt. Und das könnte man dann, das Haus würde sich auch sehr eignen für Alterspflege oder für, ach, toll. Ja, für ältere Leute. Weil heutzutage die älteren Leute die sind ja, das ist nicht wie früher, oder? Unsere Grosseltern sind so im Altersheim geendet dann und haben dort so missmutig gegen die Karten gespielt. Und ich meine, heutzutage ein 80-Jähriger, der ist noch absolut, der fühlt sich noch jung. Und, ja, der, aber der will vielleicht auch nicht jeden Tag kochen, einkaufen und das einfach so Sachen. Oder vielleicht auch Controlling, dass wenn er vielleicht eben sich nicht mehr bewegt, dass gerade jemand kommt.
Und dass er aber doch nicht muss in ein Altersheim, sondern dass er eigentlich mit vielleicht einer Spitex im Haus dann dort kann bleiben. Wir wollen dann auch so Häuser in verschiedenen Orten aufstellen, dass vielleicht im Package ist drin, dass er ein halbes Jahr kann in einem anderen Land in so einem Haus sein. Ja, also wir haben solche Ideen, die wir jetzt entwickeln. Sounds great. Wir sind auch an einer Food-Produktion dran. Ja, weil wir haben gedacht, es wäre cool, wenn wir in den Häusern, wenn die Leute, oder wenn ich jetzt irgendwie mit dem letzten Flug irgendwo ankomme, dann habe ich meistens, hast du noch die Möglichkeit, gehst jetzt noch irgendwie ein Restaurant suchen, aber ja, dann kommst du irgendwie um 2-3 Uhr morgens heim, willst du auch nicht. Oder sonst hast du vielleicht noch irgendwie eine Tankstelle, wo du eine Pizza findest. Und wir wollen eigentlich so Food entwickeln, wo wir also frisches Essen ohne Konservierungsstoff. Gibt es das noch? Wo man eigentlich dann in so Kühlschränken, ja, das gibt es eben wieder, cool. In den Häusern dann rauslassen kann. Die kann man ruhen aufs Apartment und kann es dann, ja, es hat in jedem Apartment eine Küche und kann es dann in die Mikrowelle tun. Und hat also dann wirklich healthy food. Genau. Ja. Cool, also es sind noch einige Visionen rum. Ja. Und privat irgendwie, auch von Fischen oder so? Entschuldigung, auf dem Fisch? Kannst du das vorstellen? Bist so weit weg? Nein, das ist nicht mal verstanden. Kannst du das vorstellen? Ja, nein, gar nicht. Weniger, ich hätte die Geduld nicht. ja, privat, ja. Einfach reisen. Vielleicht einmal Länder bereisen, wo ich länger bleiben kann, als nicht nur früher. Ich bin dann meistens so immer so 3-4 Tage auf Tokio. Also, weil ich habe natürlich nicht so viel Zeit gehabt, so privat zu reisen, aber das wird jetzt auch ein bisschen ändern, dass ich ein bisschen länger... Die Welt erforschen. Genau. Ja. Was ist der schönste Ort, wo du jemals gewesen bist? Kann man das sagen? Ein Ort, der dich verzaubert hat, wo du sofort würdest sagen, okay, dort bleibe ich für immer, wenn ich... Ja, das klingt vielleicht blöd. Ich meine, ich wohne ja in Rumänien und Rumänien hat irgendwie schon ins Herz geschlossen. Ja. Okay. Ja. Also wäre es Rumänien? Ja, das kannst du nicht oder sagen. Oder natürlich? Ich meine... Ich meine zum Beispiel, extrem schön ist Engadin. Engadin. Also es gibt... Manchmal ist man gar nicht so weit weg, gell? Ja. Zum Paradies vor der Tür an. Ja. Was würde die Welt zu einem besseren Ort machen für unsere Kinder? Was könnten wir unternehmen, damit es unsere Kinder vielleicht einfacher haben? Ich meine, die Zeit hat sich geändert, die Welt hat sich verändert. Das ist ja so. Unsere Kinder sind Herausforderungen gestellt, die wir uns noch nicht auseinandersetzen müssen. Vor allem, was die ganze Technologie angeht und den Erfolgsdruck und das Vergleichen und den Leistungsdruck. Wie können wir die Welt zu einem besseren Ort machen für unsere Kinder? Ich habe jetzt noch keine Kinder, ich arbeite noch daran. Aber ich will ja auch, dass es ein guter Ort ist für meine Kids. Wo müssten wir anfangen? Ja, anfangen müssen wir bei uns selber. Also ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn man, das bringt nichts am Kind irgendetwas wollen, aufzudoktorieren, sondern muss einfach mit gutem Beispiel vorangehen und hoffen, dass dann dass das Klick macht, würde ich jetzt mal sagen. Ein gutes Beispiel, oder? Darf ich dann auch meinen Kindern sagen, also ich bin so aufgewachsen, Karai, mach, wenn du umgehst, stehst du eh wieder auf, lernst etwas daraus, aber du selber deine Entscheidungen treffen und deine Erfahrungen machen. Das haben wir jetzt hierher gebracht übrigens. Aber weißt du, wärst du eher Helikopter, bist eher Helikopter elternmäßig unterwegs, wo voll auf Sicherheit geht? Das heißt, die Kinder gehen aus in die Welt, machen, erleben, probieren und ihr findet schon euren Weg. Und wenn ihr mich braucht, bin ich da. Oder ist denn die goldige Mitte? Nein, ich bin schon ganz klar der zweite Fall. Okay. Ich meine, meine Tochter ist irgendwie ab 16 hat sie allein gewohnt in Genf. Wow. Ja. Und, aber ich habe das auch, ich habe nie irgendwie, ich meine, Sie war irgendwie ready, hatte ich das Gefühl. Ich bin da hinter ihr gestanden, wo sie das machen wollte. Mit 16? Ja. Ja. Ich meine, ich bin selber mit 15 ausgezogen. Also von dem 15 ausgezogen, okay, das kann ich nicht gerade behaupten. aber es hat dir gut, oder? Du hast deine eigenen Erfahrungen gemacht. Ja. Und bist früh auch eine eigene Persönlichkeit geworden, oder? Ja. Also von dem her, wir dürfen unsere Kinder nicht zu fest einschränken, sollen das ihr Glauben, ihnen Mut machen und sie auch aus der Welt lassen. Ja. Ja. Finde ich schön, ich hoffe, das schaffen wir. Und sonst machen wir, wie es Michael Jackson gesagt hat, «The man in the mirror». Wir starten immer mit uns selber, wie du schön gesagt hast, oder? Was wäre deiner Meinung nach die Reaktion von der Menschheit, wenn sie außerirdisches Leben würden, entdecken? Es gibt jetzt immer mehr Kinofilme, die mit dem spielen. Und mit dieser Geschichte spielen, okay, das kommt raus, wie reagieren die Menschen? Oh, die Welt geht durch den Mond unter, eine riesige Komet kommt, die Ausserirdischen kommen.
Wie würde das in der echten Welt? Meinst du, es würde überhaupt noch etwas auslösen, heute, wo wir Social Media haben und alle 3 Minuten Push-Nachricht und wo man so viel Informationen aufnimmt, meinst du, es würde überhaupt noch jemand beachten? Also ja, Aliens. Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass eine Lebensform wie mir irgendwo da draussen gibt, ist also für mich jetzt unbestritten. Die Frage ist auch, wenn wir sehen, auf der Zeitachse sind wir so ein kleines Pünktchen gegen, wie lange das Universum gibt. Und aus dem Grund denke ich, also die Problematik ist mehr, dass wir uns je werden treffen. Mit dieser anderen Lebensform ist doch die Chance relativ klein. Das heisst also, wenn wir uns würden treffen, dann denke ich, dann sind wir schon relativ weit gekommen als Menschheit. Und vielleicht können wir dann eben Zeiten also überspringen oder in andere Zeiten fliegen. Das wäre natürlich schön. Und aus dem Grund, ja, denke ich, dass sind wir, wenn es so weit ist, so ganz anders unterwegs. Und, ja. Also mal angenommen, wir hätten eine Zeitmaschine. Wir könnten in die Zukunft, in die Vergangenheit. Ich glaube, ich würde mal ins Cowboy-Zeitalter zurückgehen, um mal ein Sheriff sein. Im Wilden Westen, in einen Saloon reinkommen. Und mal ein bisschen für Furore sorgen. In welche Zeit würdest du am liebsten zurück? Oder vorwärts? Würdest du in die Zukunft? Nein, nicht unbedingt. Das nicht? Meinst du, erwartet uns nur noch Cyborgs und künstliche Intelligenzen und Algorithmen in der Zukunft? Ja, ich habe das Gefühl, die Zukunft könnte ich mir irgendwie noch vorstellen, wie das wird sein. Ich weiß nicht, ich würde gerne ins Mittelalter. Vielleicht nicht das Mittelalter? Nicht gerade als Frau. Ich hätte wahrscheinlich auf einem Scheiterhaufen geändert irgendwo. Ja, ich meine, man hätte jetzt mal noch viel weniger dafür sagen als heute. Aber auch heute Cancel Culture is back. Auch heute muss man natürlich aufpassen, was man sagt. Ich glaube, viele Leute, wenn ich sie frage, wie siehst du die Zukunft? Oh nein, das will ich gar nicht wissen. Also das dystopische Zukunftsbild, das auch Blade Runner und all die grossen Filme schon vor 20 Jahren gezeigt haben. Man ist gar nicht mehr Mensch, man verliert seine Gefühle, Liebe geht verloren, alles wird steril, alles wird synthetisch. Alles ist irgendwelche Clouds und irgendwelche Wolken oben verschwunden. Siehst du auch so schwarz für unsere Zukunft, wenn wir jetzt schon schauen, wie lange ist eure Bildschirmzeit? Es gibt doch so eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy, die sagt, so lange hast du auf den Bildschirm geschaut, oder? Dann rechnest du mal dazu, du hast dein Handy, dann schaust du vielleicht zuhause noch im Fernsehen, dann schaust du vielleicht hier noch auf einem Bildschirm. Sind wir nicht schon halb Cyborgs? Oder siehst du auch so düster in Zukunft aus, wie viele grosse Filme das prophezeit? Oder nimmst du locker und sagst, irgendwann gibt es einen Super-GAU, fangen wir wieder von vorne an, machen wir wieder mit dem Stein das Feuer. Ja. Wie siehst du die Zukunft? Ich nehme halt das Problem immer erst dann, wenn sie da sind. Also in Zukunft. Also darum, ich denke, dass jetzt irgendwie gerade noch der Meteorit einschlägt, in der Zeit, in der ich jetzt da noch lebe. Klar, der ich grosse, habe Kind. Der grosse Meteorit. Ja, aber ja. Ich denke auch, solange die noch leben, wird er nicht einschlagen. Darum, ich schaue nicht düster in Zukunft, nein. Ich nehme es einfach vorzu. Schön. Ja. Wir sollten da eigentlich im Moment leben. Im Jetzt leben, aber es ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt angefangen ein bisschen mit Yoga und Meditationssachen. Haben wir darüber gelacht, aber es ist noch gut. Ja. Für so einen, der so viel Spinnerei im Kopf hat, hilft es auf jeden Fall. Bei Höhle der Löwe bist du in der Jury. Wie ist es, ein TV-Star zu sein? Wie ist es so hinter den Kulissen? Wie muss man sich das vorstellen? So eine grosse TV-Produktion. Höhle der Löwen, wer kennt es nicht? Oder Startups? Pitchet euch Investoren ihre Ideen, wollt euch überzeugen. Natürlich auch ein bisschen Kohle mitnehmen, wenn möglich. Eure Expertise, eure Erfahrung. Wie ist das so hinter der Kulisse? Muss man sich das vorstellen? Kommen da 30 Leute, föhnen dich und machen und tun? Was ist das? Wie läuft das hinter so einer Produktion? Darfst du überhaupt etwas erzählen? Ja, ja. Okay, gut. Ja, es ist nicht gerade wie ein Bienenhaus, würde ich sagen. Es ist eigentlich recht organisiert. Vor allem, wir haben es jetzt... Tele 24 natürlich. Ja. Sie sind natürlich bekannt für das Organisationstalent. Ja, ich meine, ja. Das muss man wirklich sagen. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Jeder weiss, kennt so seinen Platz. Und ist eigentlich schon recht eingespielt, ja. Und hinter den Kulissen passieren da auch Sachen, wo in den verschlossenen Türen bleiben oder gibt es irgendwelche Skandale oder ist das alles brav? Da Anja, das ist mein Geschäft, ja, nein. Oder passiert auch mal etwas Außergewöhnliches in so einer Sendung? Ja, vielleicht, dass jemand ein bisschen zu spät kommt am Morgen und die müssen alle ein bisschen rennen.
Oder eben, dass alle schon auf dem Stühle sitzen und irgendeiner ist noch nicht da und dann muss man ihn suchen und so. Aber also, ja, das ist halt normal bei Unternehmern, ja. Das glaube ich auch. Aber wie ist es so bei den, du gehörst so viele junge Unternehmer und die pitchen ihre Idee und ich will 100'000, ich will 300'000, ich will eine halbe Million, ich will dieses, jenes. Wie kannst du überhaupt noch unterscheiden? Schaust du dann in die Augen und sagst, ich sehe da gerade, ob du da mir Sachen erzählst, oder hörst du auf dein Bauchgefühl, oder sagst, zeig mal den Businessplan. Wie entscheiden wir da? Ja, ich meine, sie sagen ja, so die wichtigsten Kennzahlen, die präsentieren sie ja. Ja. Auch was für das Investment will. Und ich mache immer so eine Handgelenk-mal-Pi-Rechnung. Ja. Ja, was will jetzt der genau für seine Anteile? Was sind die Werte eigentlich, wenn man das kapitalisiert und so weiter? Und ich weiss dann relativ schnell, ob ich, also mal grundsätzlich, ob er seine Anteile zu teuer verkaufen will, ob das eigentlich grundsätzlich mal ein gerechtfertigter Preis ist. Ja. Okay. Ja. Ja. Und dann schaue ich natürlich das Team an. Oder? Weil, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ja, die streiten schon halb auf der Bühne, dann ist das sicher das Kriterium, dass ich jetzt da nicht investieren würde. Und dann natürlich der Business Case. Oder ist so etwas, ich weiß nicht, nachhaltig jetzt richtig? Also zuerst mal suche ich immer etwas Skalierbares, weil... Das habe ich mal gehört, genau. Skalierbar bedeutet, wir können es rein theoretisch, in der Theorie, unendlich multiplizieren. Genau. Okay. Ja, weil sonst finde ich, macht auch wenn einer die coolste Gastro-Idee hat, aber wenn er immer muss dort sein, dass das perfekt überkommt, oder... dann ist das nicht etwas, was mich interessiert, weil ich kann ihn ja nicht skalieren oder sein. Also eine einzelne Person, ja. nicht Also wenn ich das Gefühl habe, das hängt komplett an dieser Person, dann nachher will ich da nicht mitmachen. Ah, ja. Also du investierst eigentlich in ein System, ja. Wo in sich funktioniert, ja. Egal wer da dran sitzt. An dem ja, System. Oder Plattformen. Oder weil das ist eigentlich ein relativ easy Case und das habe ich auch schon x-mal gesehen. Es ist mit vielen Firmen von der Schweiz, travel.ch hast du vielleicht noch kennt, ja. jobs.ch und so jobs.ch, weiter. Genau, die haben ja alle irgendeinen gewissen Umsatz irgendwann mal gemacht und dann sind sie von so einem halbgrossen dann so für 150 Millionen aufgekauft worden. Also, ich meine, ich will jetzt da keine Zahlen nennen, aber einfach, dass man es da... 150 Millionen, ja. Ja, gewisse nein, mehr, gewisse weniger. Ja. Und das ist natürlich, wenn man da dann 10% beteiligt ist oder vielleicht selbst auch noch 5%, dann hat es sich gelohnt, oder? Mm. Ja. Und ja. Das ist so ein bisschen da, wo du selbst auch. Ja, ich glaube, ich muss schon irgendwo investieren. Wenn ich investiere nie, wenn ich zum Vornherein denke, das kommt nicht gut. Mhm. Auch Bauchgefühl, Intuition. Ja. Was ist mit Bitcoin? Ich meine, alle reden von Kryptowährungen. Ja, weißt du, du musst da, du musst dort. Und die Leute zeigen mir ihre Wallet. Hey, schau mal, ich habe mega viel Geld verdient. Ist es so einfach, wie man meint? Du hast mal 1000 Franken aus, dann wartest du ein Jahr und nachher sind es 10. Ist es so einfach? Wie siehst du das? Also, ich denke, die Cryptocurrencies, wenn man jetzt die History anschaut, also wenn man jetzt einfach, seit wann gibt es Bitcoin? Etwa 5 Jahre oder 6? Nein, mehr. Mehr, oder? Mehr. Was, ja. Was meint ihr, Bitcoin? 10, 15. So lange schon, wow. 2011? Ja. Ja. 10 Jahre, oder? Ja. Ja, die Zeit vergeht. Auf jeden Fall, wenn man es anschaut, die sind, also, dann ist klar, der Weg auch gut gegangen. Mhm. Es macht zwar schon immer so, aber es geht immer ruhig. Der darum, Trend. Der ja. Trend, ja. Ja. Und darum denke ich, also ich glaube an die Währungen, ich würde da auch investieren. Okay. Aber ich würde es eher langfristig anschauen. Langfristig anschauen, ja. Nicht die ganze Zeit drei, oh, habe ich noch. Ja, weil dann ist natürlich die Chance gross, dass man dann wieder an dem Punkt verkauft oder an dem. Oder ja. Also man nervös wird. Ja, aber ich bin halt auch kein Trader. Oder? Es gibt vielleicht solche, die das cool finden. Aber ich denke schon, wenn man jetzt, auch jetzt noch einsteigt, in 10 Jahren wird sich das rendieren. Ja, gut entwickeln. Ich glaube, es ist auch ein bisschen wie im Casino. Man sagt ja, das Spielgeld, das, was ich im Casino setze, das kann ich auch verlieren. Wenn ich das mal auf die falsche Zahl setze, ohne dass ich mich gerade aufhänge, sondern das Spielgeld für mich. Oder? Das ist nicht lebensnotwendig. Mhm. Ich glaube, dann macht es auf jeden Fall ein bisschen, kann man ruhiger schlafen. Okay. Ronald Reagan, Goethe, Königin Katharina von Medici und Tanja Graf halten sich an die Astrologie und an die Sterne.
Also du bist da. Und der Putin auch übrigens. Ah, der Putin auch? Ja. Der Wladimir Putin? Ja. Der, der oben ohne auf Eisbären reitet? Das habe ich noch nie gesehen. Oder auf Pferde, ich weiß gar nicht. Ja, ja, der Putin. Wieso? Wie, woher kommt das? Also ich finde Astrologie auch sehr spannend. Hm. Aber woher kommt die Faszination? Also ich habe ja schon seit 25 Jahren eine eigene Firma. Und ich habe einfach sehr viel mit Leuten zu tun gehabt. Und irgendwann bin ich zum Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, diese Zeichen sind eher so, diese Zeichen sind eher in diesen Berufen, diese Zeichen passen zu mir oder vielleicht auch nicht. Und ja, irgendwann habe ich einfach da wie ein Muster gesehen. Und, nach Sternzeichen? Ja. Wahnsinn. Also ganz klar. Und darum, ich meine, auch jetzt manchmal sträube ich mich dagegen und denke, das kann es nicht sein, das kannst du nicht irgendeinen nach Sternzeichen auswählen. Aber ich mache es immer mehr, ich gebe es zu. Mhm. Weil ich einfach dann genau wieder die gleiche Erfahrung mache, die ich das letzte Mal gemacht habe. Wenn es funktioniert, ist ja gut. Ja. Oder? Ich bin doppelte Jungfrau, würde man dann mich einstellen bei dir? Was hast du mit doppelte Jungfrau so für Erfahrung? Ja, so viel. So für etwas ein bisschen, ich sage jetzt, systematisch, analytisch. Ja, für das schon ich. Das ist klar. Immer top, systematisch unterwegs. Ja. Aber sag mir bei Jungfrauen, die sind eher der analytische Typ. Ja, ja schon. Okay. Ja. Dann habe ich dann von noch Seite an mir, die ich noch entdecken muss. Ja. Du bist jetzt meine Psychologin für eine Sekunde und ich sage dir, ich bin beziehungsunfähig. Was antwortest du mir? Weißt du, sind wir die Frau schuld? Bin ich schuld? Sind wir alle schuld? Ist es in dieser Welt überhaupt noch fähig, in eine richtige Beziehung zu gehen? Was würdest du mir sagen? Also, die Rate, wie du könntest eine Beziehung oder ob das. Ja. Ja, vielleicht ist das für dich die bessere Form, so zu leben ohne Beziehung. Das würde ich auch noch gerne wissen. Aber es ist sicher nicht einfacher geworden, oder? An Beziehungen einzugehen? Ja. Nein, das denke ich auch nicht. Ich meine, heutzutage ist das fast wie im Supermarkt. Mhm. Oder wenn man das Tinder anschaut, ja. Und links und rechts und wisch. Ja. Ja. Es hat sich schon viel verändert. Hm. Gibt es die wahren Gentlemen noch, die einem die Tür aufheben, wo Damen vorauslösen und so? Erlebst du das noch? Gibt es das noch in der Geschäftswelt auch? Der echte Gentleman? In der Geschäftswelt oder privat? Vielleicht beides. Ja, also ich denke, das ist schon sehr kulturbedingt. Ja. Gewisse Kulturen, die machen das und andere nicht. Ja. Aber du triffst ab und zu noch einen echten Gentleman. Ja, auf jeden Fall. Ja. Schön. Schön. Wenn wir Gentlemen hier im Haus haben, was ich sicher bin, mit Jim, Charme und Melone. Heute ist der Begriff Entrepreneurship ein Modewort. Jeder ist Entrepreneur. Jeder. Jeder ist Unternehmer. Was bedeutet für dich Unternehmertum? Weil du bist ja mal wirklich eine Unternehmerin, zwar nicht erst seit kurzer Zeit, sondern es geht immer, es ist ein Marathon, es ist kein 100-Meter-Sprint. Mhm. Oder? Was macht ein echter Entrepreneur aus? Ein echter Unternehmer, was ist es für dich? Also ich glaube, ein echter Entrepreneur ist jemand, der es einfach macht. Mhm. Das ist sicher mal das grösste Kriterium von einem Unternehmer, denke ich. Nicht labern, sondern machen. Ja. Ja. Und siehst du das jemandem an? Oder bekommt man das erst mit der Zeit mit? Hey, der ist eine Labertasche, der schnort und macht, aber schau mal, das sind gar kein Resultat. Oder du merkst gerade von Anfang an, okay, lass Daten sprechen. Ja, also wenn du jemanden anstellst, dann das ist sehr schwierig einzuschätzen im Interview, bevor du eigentlich musst entscheiden musst, stellst du ihn an oder nicht. Das kommt manchmal ganz anders aus, als man es sich vorgestellt hat. Ja. Also ist es irgendwo durch eine Lotterie am Schluss? Ja, Lotterie, eben, ich denke, Sternzeichen ist da schon. Sternzeichen ist der richtige Anhaltspunkt. Also wenn wir nicht sicher sind, dann schauen wir die Sterne und schauen Sternzeichen an, dann wissen wir, ob es schon helfen. Sehr geil. Danke vielmals für die spannenden Impressionen und Antworten. Ladies and Gentlemen, wir machen jetzt gar kurz eine Pause. Nach der Pause geht es weiter mit der musikalischen Einlage von mir. Dann machen wir ein 80er-Jahr-Quiz, wo ich miträtseln kann. Und ich habe eben eine ganz kleine Challenge und klipp und klar. Ich gebe dir immer zwei. Man, you're in the wrong country, Switzerland! Und dann tue ich dir klipp und klar das Format von letztes Mal, wo wir haben schon mal zusammen eine Sendung machen, ich und Tanja, tue ich dir noch unterbreiten und
Ich würde sagen, in dem Moment, Ladies and Gentlemen, könnt ihr auch an der Campari Bar gerne verköstigen, einen kleinen Drink gönnen und wir sehen uns in 20 Minuten wieder da mit Action. Okay? Danke vielmals. Schöne Pause. Bis nachher. Jay Sanchez. Ladies and Gentlemen, sind ihr bereit für den Flieger? Living la vida loco, loco, vamos bailando. Poco, loco, vamos. Living la vida un poco, loco. Vamos bailando, poco, loco, vamos. Esta noche, dame, dame todo. Vive la vida un poco, loco. Vamos bailando esta noche. Dame, dame todo. Vive la vida un poco, loco. Vamos bailando. Bonita, contigo, contigo. ¿Quieres bailar conmigo? Sexy body, tranquilo. Ay, qué rico, che, shake it now, cariño. For the team, living la vida un poco loco. It's Friday, buy me Supreme. Wu-Tang, baby, all about the cream. $1 beam, show me more, do it slow, mo. Latino, latino, capito, amigo. Vamos a la playa, chico, bring me two mojitos. From Brazil of LA to Abu Dhabi. Move a sexy body, we getting naughty. Cruising down the streets in a Rolls Royce. Papi is what they calling me. Living la vida un poco loco. Vamos bailando poco loco. Vamos. Living la vida un poco loco. Vamos bailando poco loco. Wir sind warm, hä? Anja, what a blast! Gar nicht schönes Wetter, so kannst du singen. Danke für mal Chance Playback. Heutzutage kann sogar Carlos Sanchez singen, mit der technischen Hilfe natürlich. Aber danke für mal, dass ihr mitgemacht habt. Wir sind gefreut auf jeden Fall. Der Song ist Spanisch, heißt Esa Noche, also jetzt Nacht. Und der Rest könnt ihr auch ausmalen. Von dem schön sind wir da. Ich hoffe, ihr habt die Pause genossen, vielleicht etwas Kleines getrunken. Ich sehe, die eine oder andere hat sich einen Drink geholt. Wunderbar. Anja, bist du bereit? Die zweite Hälfte, wie du merkst, die fährt mit Bombast an. Wir kommen jetzt so klipp und klar. Ich nenne immer zwei Begriffe für Tanja und sie muss sich für einen entscheiden. Und vielleicht ganz kurz begründen, wieso du dich für das entscheidest. Und ich übernehme keine Verantwortung für die Fragen hier, sie sind von der Redaktion, sie sind nicht von mir. Okay. Anja, von Aliens entführt oder lebenslang ins Gefängnis? Du musst entscheiden. Von Aliens entführt. Okay, von gut oder von schlecht, von lieb oder von böse? Ja, von lieb natürlich. Was würdest du machen, wenn du jetzt in einem neuen Sternensystem daheim bist? Also würdest du zuerst Sass ausprobieren oder wie dort die Drinks sind? Was würdest du als erstes machen? Ja, ich würde mich schon mal zuerst ein bisschen orientieren. Mal schauen, was da allenfalls für Business-Ideen rumwerden. Business mit den Aliens. Sie sagen, ich komme in Frieden, ich komme fürs Geschäft. Machen wir einen Händedruck zusammen, machen wir einen Deal. Finde ich cool, schlechter Haarschnitt oder schlimme Haarfarbe? Du musst eins von beiden, hast natürlich nichts von beidem, aber worst case. Lieber schlimme Haarfarbe. Was wäre eine schlimme Haarfarbe für dich? Ja, einfach irgendetwas komplett abverhitzt. Oder okay. Sonst halt etwas grell, so hast du schon mal blau, etwas probiert, so pink oder grün? Nein, oder so? Nein, das mache ich dann ab 70. Ab 70? Liebe, meine Schwester geht raus. Sie hat schon alle Haarfarben gehabt, was es gibt. Ist schon spannend. Also, viel Geld oder viel Freizeit? Du musst entscheiden für eins von beiden. Natürlich, wenn man es eint hat, hat man irgendwie das andere und das andere auch nicht. Aber was würdest du nehmen? Ja, schon lieber viel Freizeit. Ja? Ja. Aber man sagt, die Zeit ist Geld. Wie geht das jetzt auf? Ja, ich gehe davon aus, dass ich schon ein bisschen Geld habe. Das ist noch wichtig. Aber in dem Fall mit der Freizeit kann man auch mehr anfangen als nur mit Geld. Man braucht ja Zeit, um es wirklich genau zu geniessen, oder? Sonst bringt alles Geld von der Welt nicht. Mhm. Ist noch schwierig, muss ich sagen. Regie Nummer 3, ja, gehören gerade. Okay, ja. Rache oder Vergebung? Für was entscheidest du dich? Ja, Vergebung. Ah ja.
Hast du mir das nicht zutraut, oder? Also in dem Fall auch für die Abend, wo du mich eingeladen hast, wo ich die Tornados gezündet habe. Mehr Vergebung in dem Fall für mich. Gut, danke vielmals. Ja, zum Glück bin ich nicht mehr zum Pool gekommen, sonst hätte ich ja reingeschmissen. Ja, genau. Ich bin froh, dass du das nicht gesehen hast, auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind besser, wenn sie nur in der Vorstellungskraft bleiben. Ja. Okay, wir kommen zum nächsten. Diskutieren oder schweigen? Was bist du für ein Typ? Ich kann mit dir endlos stundenlang diskutieren über die Kleinstigkeiten? Mhm. Oder sagst du, weißt du was, alles gut? Ja, auf jeden Fall diskutieren. Ah, wirklich? Nietzsche, gell? Und wenn wir jetzt würden diskutieren, bist du jemand, der immer auf seinen Standpunkt beharrt? Oder sagst du einmal, hey, das Argument hat mich jetzt überzeugt? Okay, nein, ist gut. Ich bin mir gewöhnt, dass meine Argumente die besten sind. Dann wird es natürlich schwierig mit der Diskussion, gell? Gibt es denn auch Diskussionen konstruktive oder endet das immer im Streit? Wie ist das bei dir? Nein. Kann mit dir diskutieren und nachher ist alles gut, oder? Hey, was hat das? Nein, auf jeden Fall konstruktiv, ja. 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 Okay. Wo hast du Diskussionskultur gelernt? Weil eigentlich muss man das lernen, richtig diskutieren, oder? Das ist eine Kunst, sage ich jetzt. Wo hast du das gelernt? Ich glaube, bei meiner Patchwork-Familie. Dort hast du gelernt, wie man richtig diskutiert. Ja. hilft sicher ein Business. Oben oder unten? Eben, Regie Nummer 3, was schreiben wir auf den Zettel? Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Oben oder unten? Oben. Oben. Okay, wir sind immer oben, wenn wir uns entscheiden können. Finde ich gut. Jetzt grad kommt der Film aus Moonfall. Dort heisst es auch, dass Gefahr von oben kommt, und zwar der Mond geht auf die Erde runter. Oh. Wenn ich zu deinen News bekomme, 24 Stunden stürzt der Mond auf unsere Erde, was würdest du noch machen? Was wären die letzten paar Sachen? Ja, ich würde mich sicher noch verabschieden. Ja. Mal Adi sagen, anständig. Adi miteinander, mich gefreut, ist gut. Okay. Was würdest du noch machen? Was würde ich noch machen? Oh mein Gott, es hat zu viel. Es hat zu viel. Alles, was ich schon gemacht habe, einfach noch dreimal extremer. Wahrscheinlich. Den Rest könnt ihr noch wahrscheinlich ausmalen, oder? Aber ich würde auf jeden Fall in Schönheit sterben. Ja, man sagt wie auf der Titanic, wenn wir schon untergehen, dann Stichwort, wenn man nicht ins Haus und Braus irgendwie so, oder? So würde ich es machen. Ohnmächtig werden oder erbrechen? Wenn du mal zu viele Tornados gezündet hättest, ein paar zu viele Drinks gehabt, was würdest du machen? Ja, schon ohnmächtig werden. Okay, ist schon mal passiert? Ja. Ah ja? Ist also nicht nach Drinks. Ah, okay. Und ab Drinks? Warten wir noch auf Premiere? Ja, einfach Blackouts halt. Ja. Dass du nachher irgendwo bist und nicht mehr weißt, wie du heimgekommen bist. Das kommt mir bekannt vor. wie hat sich das für dich angefühlt? Ist das lange her, das letzte Mal? Oder eher Jahre? Nein, das ist mehr, wenn du halt irgendwie. Also meistens, wenn du, wenn du mit Champagner anfängst und dann zu viel trinkst und dann gehst du weiter mit allem Möglichen. Dann das 40% sieht man das meistens, ja. Ja. Mir ist es gerade letztens passiert in Basel. Ich war hier eingeladen mit einer lieben Dame. Ja. Aber auf jeden Fall, es ist immer wichtig, dass man einen guten Freund hat. Der ist jetzt heute nicht da, aber der hat mich auf jeden Fall gerettet. Es ist immer wichtig, dass wenn ihr mal die Lichter rausgeht, dass jemand noch dabei ist, wo für dich da ist. Oder? Super. Jetzt, Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Okay. Für was? Für all die schönen Sachen, die man kennt, Essen, Reisen, Kleider, oder gibt es irgendetwas Spezielles? Guilty Pleasure. Gibst du für etwas Geld aus, das niemand gedacht hat? Ich sammle... Immobilien. Das hatten wir, ja. Okay. Und sonst? Das ist das. Nein, für Reisen gebe ich schon Geld aus. Also weniger so für Autos, bin kein Mann. Also. Mhm. Das ist nicht so für dich. Ja, Autos nicht so. Ja, das ist mir immer zu technisch. Ich weiß heute noch nicht, wie meine Autos funktionieren. Hauptsache Gas geben, Push-Button. Ja, genau. Push-Button, musst du noch einen Start drücken heutzutage. Etwas so, ja. Aber wie ist es mit dem Sparen? Dann wollte ich noch schnell fragen, weil wenn wir schon finanzielle Advices da haben von einer Dame, die Bescheid weiss, das Sparen ist mir immer schwer gefallen. Dann habe ich mal zuerst 10% gemacht, automatisch in den Monat auf ein Sperrkonto und so Zeugs. Und es hat immer irgendeinen Grund gegeben, das wieder auszulösen, das Sperrkonto. was ist das Geheimnis von Sparen? Wie spart man richtig? Kann man das sagen? Drei Kontensysteme. Eins ist für Steuern, eins ist für Spass. Oder?
Nein, also da fragst du jetzt wirklich die falsch. Ich habe noch nie gespart. Ja. Gut, weißt du, wenn man viel verdient, dann kann man auch anders umgehen mit dem. Ja, du hast einfach viel geschafft. Aber vielleicht verdiene ich viel, weil ich nie gespart habe. Ja, oder zum Beispiel, ich meine, die, also gerade Leute, die Immobilien haben und sparen, das ist eigentlich nicht sinnvoll, weil du hast lieber eine Hypothek, du musst Zinsen zahlen, also heutzutage zahlt man nicht mehr so viel Zinsen, aber trotzdem. Okay. Und danach zahlst du Zinsen. Wenn du jetzt sparst, sagen wir, du zahlst die Hypothek ab, kommen die Einnahmen rein von der Immobilie, dann zahlst du trotzdem, dann zahlst du einfach Steuern. Okay. Ja. Das heisst, wir sind gefangen im ewigen Kreislauf, oder? Ja, aber mindestens von der Zinsen hast du etwas, hast du das Geld. Ja, ja. Klar. Okay, ich glaube, so viel geht noch, eben mehr im Kopf. Aber noch mal schnell, einfach, wenn ich investieren will, was muss ich jetzt machen, um eine Immobilie zu kaufen? Muss ich da viel Geld haben selber oder kann ich zu der Bank? Ein paar tausend Stutz kommen von mir, der Rest von der Bank? Oder? Ja. Wie einfach komme ich da als erstes? Was muss ich machen, um eine Immobilie zu kaufen? Ja, einfach du musst natürlich schon Eigenmittel bringen, denke ich. Ja. Wie viel kann man das sagen? Ab 50'000 geht es los, ab 100'000 geht es los? Ja, nein, das kann ich nicht sagen. Es kommt dann vielleicht auch auf die Salär drauf an, die du bringst. Aber es wäre eine Idee in dem Fall, meinst du, für mich? Wenn ich mal anfangen würde. Gut, vielleicht ist es schon Sport, man weiß es nicht. Danke auf jeden Fall für deinen Advice. Realistin oder Träumerin? Wo würdest du dich... Ja. Gesehen? Auf jeden Fall Träumerin. Träumerin? Ja. Okay. Von was träumst du nachts? Kannst du dich an deine Träume erinnern? Ja, manchmal schon. Okay. Was für Träume hast du, Träume, die immer wiederkommen? Wiederkehrende Träume? Weniger. Okay. Ja. Ich habe einen. Ein wiederkehrender Traum. Das Marshmallow-Monster von Ghostbusters. Das ganz grosse Ding. Der Marshmallow-Man. Von dem muss ich immer wegsäckeln in meinen Träumen. Und ich bin am Säckeln, aber ich komme einfach nicht vorwärts. Kennst du das? Im Traum. Du säckelst und säckelst, aber du kommst nicht vorwärts. Ja. Unglaublich. Nachher wache ich am Morgen auf und in der Realität geht es ja peinlich weiter. Anja! Anja, wir haben eine kleine Challenge vorbereitet für dich. Es ist nichts Wildes, aber wir schauen mal, ob wir da etwas rausholen können. Und zwar Dschungelcamp ist ja gelaufen. RTL Dschungelcamp, ich liebe die Sendung. Und ich habe auch keine Folge verpasst, das Finale nicht. Und dann gibt es immer die Essensprüfungen. Die Ekelprüfungen, oder? Was meint ihr, was habe ich dabei? Hallo? Was meint ihr, was habe ich dabei? Was denkst du? Habe ich irgendetwas aus dem Dschungel mitgenommen für dich? Würden wir da so wie geht tatsächlich? Was meinst du? Ja. Okay, Anja. Ich habe etwas Kleines hier auf dem Teller. Soll ich es vornehmen? Ja. Entwarnung, es ist nichts Schlimmes. Ja. Schweizer Schocki, meine lieben Freunde, wer liebt es nicht? Ja, Schweizer Schocki, oder? Schocki. Und das sind 5 Sorten, die in der Schweiz sehr beliebt sind. Jetzt würde ich gerne herausfinden, ob du dem ein bisschen auf die Spur kommen kannst, was es könnte sein. Bist du eine leidenschaftliche Schocki-Konsumentin? Sag ja bitte. Nein. Leider nicht. Okay. Aber so wissen wir das nicht abgesprochen vorher. Es gibt keine Briefings in dieser Show. Auf jeden Fall nicht für dich. Danke für deine Spontanität, dass du dich dann trotzdem stellst. Aber hast du denn irgendeinen Schocki gerne überhaupt? Wenn es Schocki ist, gibt es etwas, das du favorisierst? Mhm. Auch nicht. Gut, umso besser, umso grösser wird die Challenge auf jeden Fall. Ich tue dir mal den Teller übergeben. Du kannst von den Augen her schauen, von der Nase her. Und wenn du wirklich willst, kannst du auch ein bisschen abbeissen, wenn du nicht sicher bist. Okay, das ist schon relativ einfach da. Es hat so die typische Form, die glaub ich, jeder kennt. Toblerone, würde ich jetzt mal sagen. Jawohl, bravo! Toblerone, schon mal eine. Sehr gut. Dann. Ja, wir haben einen absoluten Schoki-Liebhaber bei uns in der Firma. Mhm. Ich glaube, die Hälfte von dem, was er isst, täglich ist Schoki. Ja. Okay. Und seine Lieblingsschoki ist nämlich die da. Die finde ich besonders eklig, ehrlich gesagt. Aha. Oh, die weiß ich welche, ja. Was ist das? Ich würde jetzt mal auf Ragusa tippen. Jawohl, bravo! Zweite, Anja, sehr gut. Also, es läuft ja, es funktioniert. Wir müssen mal reinbeissen. Und jetzt, was haben wir noch? 3 Stück. Das ist einmal eins von der Schweizer Schokisorte.
Ja, gut, die, das kann, das ist auch von der Form her, die liegen manchmal so beim Kaffee auf der Seite, oder? Ja. Ich würde sagen, das sind Munds. Bravo, bravo. Ja, sehr gut. Die Weissen. Die, ja. Weissen. Die gibt es, glaube ich, auch noch schwarz, oder? Ja, ja. Glaube ich. Jetzt haben wir noch zwei. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen trickier. Mhm. Ah, ja. Da, die Konsistenz, die kenne ich. Von den Kindern. Von den Kind? Ja. Ich glaube, das ist Ofo-Schocke, oder? Ofo-Maltine, jawohl. Bravo. Vier. Das muss ich mal probieren. Von dem her, wow. Also, letzte. Ah, da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung. Die muss ich probieren. Okay. Probieren wir. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was die fünfte ist. Regie. Okay. Irgendwie so ein eckiges Schokostängel, oder? Ich muss mal, wirklich, muss es selber probieren, sorry. wirklich. Ja, es liegt mir irgendwie im Kopf. Aber... Oh, ich weiß alles, ja. Mhm. Mhm. Komm, ich gebe dir einen Tipp, du hast vier einfach so vom Aussehen und von deinen Lebenserfahrungen schon herausgefunden. Es ist mit M, es wird mit M an. Fast. Fast. M&M haben wir auch hier. Habt ihr alle auf dem Stuhl? Ein Päckchen M&Ms vom Grand Casino Baden. Ich hoffe, ihr könnt das... Ah, schon eingepackt. He? Jawohl. Jawohl, ich höre hier M&Ms. Jawohl. Nein. Ja, ich nehme mal... Minor. Aber bravo, 4 von 5. Bravo. Anja, sehr geil. Sehr geil. Ein riesen Applaus auf jeden Fall. Du hast es geschafft. Ohne müssen gross reinzubeissen, finde ich mega. Anja, und jetzt, auf das freue ich mich riesig. Unser 80er-Jahr-Quiz, Ladies and Gentlemen. Wir sind, hä? Wir haben die 80er-Jahre beide erlebt. Ich war dort noch ein kleiner Hosenbund in den 80er-Jahren. Aber auch ich durfte es erleben. Jetzt ist es so. Wir haben jeweils 10 Karten und 10 Fragen, ich kann natürlich miträtseln. Gebt uns zuerst die Chance, eine Antwort zu geben. Wenn nichts kommt, schreit einfach rein, wenn ihr es wisst. Und dann schauen wir mal, wo wir enden. Die Antwort ist einmal auf der Karte. Ich lese eine vor, du. Wir wechseln uns hin und her abwechseln. Und ich mache hier ein paar Striche, dann schauen wir mal, woher das wir kommen. Ja, natürlich Heimvorteil, weil ich habe ein Quiz ausgesucht. Aber ich habe natürlich Karten. Es ist ein riesen Stapel und ich habe Karten genommen, mit drin und einfach gemischt. Anja, ich übergebe dir die Karten und ich würde sagen, Ladies first, du fängst an. Wenn ich nach 5 bis 10 Sekunden keine Antwort habe, fragen wir das Publikum und dann gehen wir weiter. Let's go! Welcher österreichische Sänger brachte es 1982 zu Weltruhm mit seinem Kommissar? Falco, ja, das ist, aber jetzt wirklich ohne Publikum noch. Ich hätte es auch gewusst, weil... Da kann man natürlich sagen, jetzt im Nachhinein. Aber ich muss schon etwas sagen. Der Falco, der Hans Hölzl ursprünglich, ist ein grosses musikalisches Idol für mich, tatsächlich. Einfach sein Lebensweg mit dem Alkohol und dem Abstürzen und allem, den will ich nicht nachmachen. Aber die musikalische Virtuosität und auch seine Texte, seine kryptischen Texte, die man zum Teil gar nicht verstanden hat, bravo, wirklich toll. Jetzt bist du bereit, Anja. Die ist schwierig, muss ich dir ehrlich sagen. Geben wir dir noch schnell eine Chance und wenn sie es nicht weiss, können sie reinschauen. Welcher Satz wurde 1984 von der Autofirma Audi geprägt? Also, wo in der Werbung kommt. Ich gebe dir einen Tipp. Das letzte Wort ist Technik. Das sind 3 Wörter. Das ist ein schwieriger. Weiss es jemand? Bravo, okay. Was? Vorsprung durch Technik. Ist eigentlich gerade ein sexy Slogan, auf jeden Fall, muss man ehrlich sagen. Gut, du bist dran. Ich habe noch kein Strich drauf. Welcher berühmte Geschäftsmann und Chef von Virgin stellte 1986 den Rekord für die erste Atlantiküberquerung im Heißluftballon auf? Virgin ist Richard Branson. Yes! Das hätte ich auch gewusst. Eben, gell, hätte ich auch gewusst. Ein Unterbürger wie du natürlich. Ich hatte mal den Traum, dass ich auf einer Plattform hochgefahren werde, von Richard Branson in sein Riesenhochhaus. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ein Hochhaus hat. Und dann hat er gesagt, Korei, du hast 3 Minuten. Das ist ein Traum, ohne Witz. Jetzt bin ich wieder dran, oder? Bist du bereit? In welchem Computerspiel
von 1981 tauchte der Nintendo-Charakter Mario zum ersten Mal auf. Kennst du einen Aff aus der Videospielwelt? Ich bin immer zu beschäftigt, ich habe nie ein Video gespielt. Ich kenne nur Pac-Man. Okay, Pac-Man kennen wir und auch. Tetris. Das ist der. Weiss jemand im Publikum? Ja, mein Gott, bravo! Bravo! Also, für das Publikum gibt es auf jeden Fall fleissig Punkte bis jetzt. Du bist dran. Welches Passagierflugzeug brachte in nur 3,5 Stunden seine Passagiere von Paris nach New York? Ja. Das war der Spitzige, das lange Spitzige. Concorde. Gut, ist nicht schwierig, muss man ehrlich sagen. Der hätte wahrscheinlich viele können. Oh, den kannst du. Ja. Das ist cool. Wie hieß die Frisur, bei der die Haare oben und vorne kurz, aber hinten lang waren? Punk. Was? Fokuhila, da haben wir es. Bravo. Das hätte ich aber nicht gewusst. Nee. Ich bin nicht von den 80er, ich bin von den 90er. Oh shit, okay, nächstes Mal machen wir 90er. Okay. Regie bitte nächstes Mal anders vorbereiten, das Ganze. Manta Manta, kennst du den Film? Manta Manta von Til Schweiger. Ja, gut, auch schon gehört. Es ist jetzt kein genialer Film, aber ein Kultfilm. Dort haben alle die Fukuhila auf jeden Fall. Gut, wir machen weiter. Wie heisst die Katze bei den Schlümpfen? Gut, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Nein, Gargamel ist Moment schon, ich weiss es. Gargamel ist der böse Junge. Aber Katz ist schwarz. Oder? Ja. Jetzt leider schon gehört aus dem Publikum. Azrael, bravo! Ja. Ich hätte es gewusst. Stimmt. Ich hätte es gewusst. Okay. Jetzt, ultimative 80er-Frage. Welches Softgetränk wurde 82 in einer zuckerfreien Version eingeführt? Coca-Cola Light. Jawohl, bravo! Anja! Ja, das war eigentlich noch easy. Es hätte aber ein Pepsi Light können sein, rein theoretisch. Ja. Gut, super gemacht. Zu welchem Song wird der letzte Tanz in Dirty Dancing getanzt? Boah. Also zuerst mal, ich bin nicht so auf diesen Filmen. Diese Romantik. Aber warte mal schnell. Patrick Swayze. Dirty Dancing, oder? Patrick Swayze. Wo er da I had the time of my life. Warte mal, was ist die Frage? Entschuldigung, was ist die Frage? Zu welchem Song wird der letzte Tanz in Dirty Dancing getanzt? Der letzte Tanz, das muss ja fast I had the time of my life sein, weil sonst würde man die Szene. Also, Time of my life. Ja. Yeah! Wow. Hast du auch schon mal so Figuren gemacht in der Disco? Bist du auch so ein bisschen Saturday Night-mäßig unterwegs? Patrick Swayze-mäßig? Nicht? Nein. Let's Dance, wäre das etwas für dich, das Format? Weniger. Okay. Wenn jemand für RTL da ist, ich bin bereit auf jeden Fall für Let's Dance. Gut. Bis jetzt, mein Hüftschwung ist noch ausbaubar, aber was noch nicht ist, kann ich noch werden. Gut. Du bist dran, oder? Ich? Gut. Den finde ich jetzt ziemlich schwierig. Wer sang mit Michael Jackson das Lied Say, Say, Say? Moment, noch nichts sagen. Prince. Scheint so nicht kennen. Ja, aber der hat mit dem Michael auf jeden Fall einen legendären Bühnenauftritt gehabt, der Prince. Der Michael hat nicht mit jedem Songs gemacht. Das Publikum ist schlauer als mehr, die wissen alles. Kann noch jemand singen von Say, 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 wie der Refrain oder so geht, oder Melodie? Wow, okay. Say, Say, Say. Wir lernen nie aus, Anja. Your turn. In welcher Stadt wurde John Lennon im Jahre 1980 erschossen? John Lennon, Yoko Ono, Yoko und John, verschossen wurde. Welches Jahr? 1980. Weiß doch nicht, wo der verschossen wurde. Ist. Moment, sagen noch nichts? Ja gut, jetzt ist es natürlich nicht mehr schwierig. Ich nehme noch Berlin. Nein, natürlich New York. Okay, aber warte, geben wir uns auch noch schnell 10 Sekunden. Okay, es ist New York. Danke, Raimi. Applaus für den Mann dahinter! Gut.
Ich bin dran, ja. Okay. In welchem Oscar-prämierten Film, Oscar-prämiert, also wirklich gewonnen, spielten Tom Cruise und Dustin Hoffman Brüder? Sind zwei Wörter. Keine Ahnung. Okay. Gut, Publikum? Rain Man, jawohl, jawohl. Ein Mieze, ja. Ist ja ein spezieller Film, muss ich sagen. Ich als kleiner Film-Nerd, ja, ich interessiere mich mega für Filme. Ist ein spannender Film, muss ich sagen. Du bist dran, gell? Wer schreibt 1986 den Bestseller «Es»? «Es» ist der Clown. Dort hatte ich immer Angst gehabt, dass er in mein Zimmer kommt in der Nacht. Das war natürlich der Stephen King, ladies and gentlemen! Stephen King. Logisch, oder? Jetzt, der weiß. Ich helfe dir, ich gebe dir noch ein Dings mit. Mit welchem Auto reisen Marty McFly und Doc Brown in die Zukunft? Und das Auto hat einen Namen gehabt? Ja. Ja. Irgendwie. Zukunftsmaschine, oder? Zurück in die Zukunft ist es. Genau, es ist der Flugskompensator, Zukunftsmaschine. Aber das Auto ist eigentlich ein Typ, eine Marke. Nein, nicht eine Marke, Entschuldigung, ein Typ. Ein Typ? Ford? DeLorean. Sagt ihr das etwas? DeLorean. Nein, ja. Noch nicht. Wer hat es gewusst, DeLorean? Kann jemand noch den genauen Typ sagen? Weil DeLorean langt eigentlich nicht, um den Punkt zu bekommen. DMC-12. Das habe ich noch nie gehört. Gut, du bist dran. Welcher amerikanische Künstler brachte das bestverkaufte Album der 1980er heraus? Ja gut. Kann ja nur der Jackson sein, oder? Michael Jackson, ja. Gut, super. Michael? Ja, schon tricky. Welcher berühmte ehemalige Hollywood-Star und Schauspieler wurde 1981 Präsident der Vereinigten Staaten? Wir haben den Schauspieler als Präsident. Ja, ja. Das war der Reagan. Ja, Ronald Reagan. Bravo. Ist der sogenannte Reagan-Ära. He? Gut. Welcher Sänger der 80er versprach Never Gonna Give You Up? Oh, Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down, Never Gonna Bend Around to Hurt You. Rick Astley. Bravo. Yes, sir. In welchem Actionfilm aus dem Jahr 1987 spielen Mel Gibson und Danny Glover zwei Polizisten? Wollt ihr nichts sagen? Ja, das müsst ihr wissen. Irgendwas mit Cops, oder? Ja. Nein, sorry. Etwas mit Weapon, mit Waffen. A little weapon, genau. Bravo. Okay, wir kommen zum absoluten Endspurt. Ja. Du bist dran, ja? Es ist die letzte, okay. Ja. Welches meistverkaufte Arcade-Spiel aller Zeiten wurde am 22. Mai 1980 veröffentlicht? Da, was du vorher gesagt hast. Pac-Man natürlich, wie kann es nicht anders sein, oder? Logisch. Als Game-Nerd, wir sind früher so neu am Fernseher beim Gamen, sie haben das immer Nintendos genannt. Also ja, wirklich. Mein bester Freund, sein Götti, hat gesagt, ihr Nintendos, jetzt müsst ihr mal eure Augen wegnehmen von dem Bildschirm. Wir sehen doch gar nicht mehr so. Und darum, logisch natürlich, ist die Frage ziemlich einfach gewesen. Welche? Letzte Frage für dich. Wir haben es heute schon mal ein bisschen davon gehabt. Welche einzigartige Geisterbeseitigungsfirma wurde von Pete, sagen noch nicht, Ray, Egon und Winston geführt? Ghostbusters. Jawohl, Anja Graf. Applaus. Danke noch fürs Mitmachen auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Punkte haben das mal das Publikum eigentlich verdient. Der Highscore gehört euch auf jeden Fall. Wie hast du Fragen gefunden? Interessant, ja. Mal ein 90s-Quiz. Mal etwas gelernt. Aber ein 90s-Quiz wäre besser, sagst du einfach. Ja, ich glaube schon für mich, ja. Ja, das machen wir auf jeden Fall irgendwann auch noch. Man weiss nie, was die Zukunft bringt, oder? Und falls ich in Bali anfange, Elefanten züchten, lade ich die ein. Dann reiten wir mal auf die Elefanten, würde ich sagen. Meine lieben Damen und Herren, es ist wunderschön, dass ihr da seid. Ich danke noch viel, viel mal. Ja, geniessen die Abend noch in diesem wunderschönen Haus.
gehen pokern, nehmen noch einen Campari oder geniessen einfach so das Ambiente auf jeden Fall. Ich bin auch mega dankbar, dass ihr da war. Anja Graf, dir natürlich auch. Und in dem Sinn, Ladies and Gentlemen, das war es von der allerersten Folge von der Corazanche Show im wunderschönen Club Joy in dieser wunderschönen Stadt in Baden vom Grand Casino präsentiert. Danke an das Grand Casino-Team, danke an euch alle, danke an die Zuschauer daheim, danke an alle, die zuschauen, danke an dich, danke an euch. Und habt Spaß und habt Sorge, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.